Letzten Stunden vor der Eröffnung hatte das Team und Organisator Patrick Arendt noch viel zu tun. Auch die letzten Tage, die letzten Stunden natürlich wie immer hektisch. Es kommen ja zum Schluss immer viele Arbeiten, an denen man vorher noch gar nicht gedacht hat. Aber es ist fertig, halbe Stunde vorm Aufmachen. Gerade war die offizielle Bauabnahme der Stadt Dortmund. Die ist ohne Mängel abgelaufen. Wir können also anfangen zu arbeiten. Dieses Event auf die Beine zu stellen, war ein großes Team natürlich erforderlich. Patrick Arendt und seine Mannschaft haben großartige Arbeit geleistet, von einem Parkplatz zum Freizeitpark. Ja, durch eine starke Gemeinschaft. Also hier sind viele Kollegen, die an einem Strang gezogen haben. Dazu die Stadt Dortmund, die uns da unterstützt hat, die Westfalenhallen, die mitgeholfen haben. Und aber allererstes wirklich eine starke Leistung von allen Kollegen aus Dortmund und auch die aus den umliegenden Städten, die hier mitgezogen haben, vor allem die all dieses Experiment eingehen. Man darf nie vergessen, wir haben hier fast 2 Millionen Euro investiert, um diesen Park auf die Beine zu stellen. Und das geht nur, gerade in der heutigen Zeit, mit einer starken Gemeinschaft. Und das ist uns gelungen. Und ich hoffe, dass wir den Menschen in der Umgebung jetzt für 6 Wochen Freude bereiten können. Das Motto ist einmal zahlen, viel erleben auf den zahlreichen Fahrgeschäften. Also man zahlt 34 Euro für Erwachsene, 29 Euro für Kinder. Wir haben über 30 Attraktionen, dazu 2 voll thematisierte Gastrobereiche, über 1000 Palmen. Wir haben also Urlaubsfeeling, glaube ich, hier an die Westfalenhallen gebracht und man kann einiges erleben bei uns. Wir haben über 1000 Sitzplätze, wir haben Liegestühle, wir haben Sessel aus Palettenmöbeln. Unser Showprogramm kann man dann ganz in Ruhe im Sitzen begutachten, auch dass da die Abstände gewahrt sind. Wir haben über 100 Desinfektionsspender auf dem Gelände aufgestellt. Wir bauen Schlangen und hoffen einfach, dass man natürlich, ganz wichtig auch in der Zeit, dass man das Ganze gesund und sicher über die Bühne bringen kann. Der Dortmunder Sascha Lange wird jeden Tag ab 10 Uhr ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene gestalten. Und es heißt dann jeden Tag... Herzlich willkommen auf dem Freizeitgelände von Fandomio. Ja, und hier ist schon unser Künstlerteam Crazy Circus. Sie sind dafür da, euch gut zu unterhalten und euch einen schönen Tag zu bereiten. Vitek, erzähl mal ganz kurz was zu euren Programmen. Was wird es alles geben? Wir werden, wie du schon gesagt hast, unser Freak-Circus hier spielen. Also überall auf dem Gelände werden wir laufen, auf Stelzen und jonglieren. Und wir werden ein bisschen böse sein. Dann spielen wir noch Theater auf Stelzen mit dem großen Drachen. Wir spielen auch 2-mal am Tag eine Gauklershow mit Messerjonglage und natürlich viel mehr. Eieiei, da hoffen wir, dass sich keiner verletzt. Aber ihr seid ja eigentlich liebeböse Crazy Circus Mitarbeiter, oder? Das heißt, die Gäste sollen ja Spaß haben mit euch, oder? Ja, aber das solltest du niemandem verraten. Okay, wir verraten es niemandem, das hat niemand mitbekommen. Ja, das heißt täglich Shows auf dem Showgelände. Da schwenken wir gleich mal rüber, da steht eine Bühne, ihr werdet vor der Bühne, ihr werdet aber auch temporär im Park arbeiten. Das ist richtig, oder? Ja, wir werden unsere Walk-Acts machen, also das heißt, wir werden unter den Leuten laufen auf Stelzen und auch mit anderen Spielzeugen und ab und zu werden wir quasi Minishows für 30 Sekunden an den Ecken spielen. Das heißt, die Leute können sich überraschen lassen und vielleicht geraten sie auf einmal mitten in eine riesige Show von euch. Ja, das kann ganz einfach passieren. Aber mehr verraten wir dann auch nicht. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß und kommt alle vorbei.
und natürlich auf dem Gelände ist, dass man sich an die aktuellen Corona-Regeln hält. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns an die geltenden Corona-Regeln halten, dass wir die Abstände einhalten, dass wir an den Attraktionen in den Wartebereichen Masken tragen. Ansonsten gilt auf dem Gelände keine Maskenpflicht. Und in verschiedenen Attraktionen ist es auch leider gefordert, eine Maske zu tragen, weil man da die Abstände dann nicht einhalten kann. Ja, wir haben natürlich die Karussells da, die momentan angesagt sind. Die Wilde Maus XXL, die Konga-Schaukel, Apollo 13, alles voll thematisierte Karussells. Dazu die Poseidon-Wildwasserbahn und auch sonst der Hangover-Tower, der höchste Freefall-Tower der Welt. Ich glaube, hier gibt es einiges zu sehen und vor allen Dingen viel, viel für die Kinder. Also wir haben 10 Kinderattraktionen. Wir haben auch einige Attraktionen, in denen die ganze Familie fahren kann. Und was man nicht vergessen darf, man darf sich hier wirklich 11 Stunden aufhalten. Und es kommt ja immer zu Missverständnissen. Man darf natürlich in den 11 Stunden auch alles und so lange fahren, wie man möchte. Also es gibt keine Beschränkungen. Und durch die vielen Verweilmöglichkeiten hat man auch die wirklich Aufenthaltsqualität, sodass man sich hier auch diese 10 Stunden bewegen kann. Wir haben eine riesengroße Auswahl. Wir haben Spezialitäten, natürlich die typischen Jahrmarkt-Spezialitäten wie Pommes, Currywurst. Wir haben aber auch vegetarische Spezialitäten. Wir haben spanische Churros, wir haben italienische Nudeln. Also es gibt 15 verschiedene Essangebote, dazu Getränke natürlich. Also es ist alles da, was man braucht. Ja, die Sponsoren zu begeistern, ist natürlich ganz wichtig, dass unsere Sponsoren wie Edeka, wie die Sparkasse, wie Volksbank, wie Wizz Air, wie die EDG, die DW21, die DSW21, Granini, die Radeberger Gruppe mit der Brinkhaus Brauerei, dass die hier natürlich alle mit eingestiegen sind und unterstützen. Die Volksbank ist an Bord. Das war ganz wichtig, auch weil man da gesehen hat, dass man uns Vertrauen entbringt. Hier heute Morgen noch die Firma Ostermann, die uns noch mit unterstützt. Auch Red Bull ist dabei. Also das hilft ein bisschen, aber ist natürlich bei 2 Millionen eine gute Unterstützung, aber dennoch hoffen wir, dass viele Besucher kommen. Wir haben hier viel Arbeit investiert, auch viel Herzblut. Wir haben hier Ideen von vielen, vielen Schaustellern eingebracht, die trotz der Corona-Krise nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern die gesagt haben, wir müssen hier raus, wir wollen arbeiten. Und unter den Bedingungen, die momentan herrschen, ist das natürlich nicht, das kann keines unserer Volksfeste ersetzen, ganz klar. Aber für uns ist das wenigstens mal eine Möglichkeit, rauszukommen, aufzubauen und vor allen Dingen, was ja auch für uns immer ganz wichtig ist, die Gemeinschaft auch auf dem Platz zu erleben. Und dann war es soweit. Donnerstagmorgen. Um 10 Uhr wurden dann die Tore geöffnet zum Freizeitpark Fandomio an den Dortmunder Westfalenhallen. Wir freuen uns natürlich total auf euch alle, dass ihr uns hier besuchen kommt. Wenn ihr denn dabei seid, ihr werdet sehen, dass wir hier was Schönes auf die Beine gestellt haben. So ein Lebkuchenherz fliegt mit dir himmelwärts. Hier ist niemand allein, Dortmund lädt uns alle ein. Fandomio Freizeitpark, Fandomio, Fandomio, komm vorbei und schau's dir an. Hier ist Spaß für jedermann, hier ist Spaß für jedermann.